Guten Tag, junge Frau, was kann ich für Sie tun? Tja, ich bräuchte dringend ein Bett. Ja, dann müsste ich Sie erst einmal bitten, meinen Wagen umzupacken. Wissen Sie, der steht recht ungünstig im Halteverbot und die Polizei ist zurzeit recht streng. Und bitte voll tanken. Ja, danke schön. So, und was kann ich für Sie tun? Ich würde mir gerne mein Bett abholen. Sagen Sie, sind Sie mit einem etwas größeren Fahrzeug da? Das ist ein Kombi. Ausgezeichnet. Fahren Sie doch geschwind zum Baumarkt und holen dort meine Freundin ab. Die kauft gerade eine sehr große Badewanne. Machen Sie das für mich. Dankeschön. So, und womit kann ich Ihnen eine Freude machen? Ich hätte gerne eine Latexmatratze, bitte. Oh, das ist ja unglaublich, jetzt sehe ich es erst. Sie sehen ja genauso aus wie ich. Wissen Sie was, jetzt gehen Sie geschwind zum Friseur, lassen sich die Haare schneiden. Anschließend fahren Sie aufs Landratsamt und lassen sich bitte von meiner Frau scheiden. Hier haben Sie den Personalausweis. Vorher sollten wir noch geschwind die Brillen tauschen, wegen der Vollständigkeit. Ja, ich bedanke mich sehr freundlich. Dankeschön. So, und womit kann ich Ihnen den Tag verschönern? Ah. Sagen Sie, sind Sie bitte so freundlich und bringen meine neue Brille zum Optiker. Das wäre ganz freundlich. Ja, dankeschön. So.